Schritt 17. Öffnen der Briefwahlumschläge. Nach der Schließung der Wahllokale beginnt unmittelbar im Anschluss daran die Auszählung der Stimmen. Das ist ja eigentlich ganz einfach, oder? Grundsätzlich ist es natürlich total einfach. Wobei, da sind schon so ein paar Besonderheiten bei der Briefwahl zu berücksichtigen. Da schreibt nämlich die Wahlordnung vor, dass der Wahlvorstand nach Ende der Stimmabgabe aus den Wahlumschlägen heraus die Stimmzettel zu nehmen hat und diese dann in die Wahlurne zu werfen hat. Ganz schön umständlich, aber wahrscheinlich so vorgegeben, damit das Geheimnis der Wahl geschützt ist. Ja, ganz genau. Denn was wäre, wenn wir nur einen Briefwähler hätten? Ja, dann könnte man anhand des Absenders feststellen, ob er gewählt hat, wen er gewählt hat, ob seine Stimme gültig ist oder nicht. Und das muss eben unbedingt vermieden werden. Denn wenn da jetzt Fehler unterlaufen, dann würde das für eine erfolgreiche Wahlanfechtung schon ausreichen. Verstehe. Es wäre natürlich schade, wenn wegen so eines kleinen Vorgangfehlers eine ganze Wahl ungültig wäre. Ja, ganz genau. Das Wahlgeheimnis ist einer der elementaren Grundsätze demokratischer Wahlen. Sehen Sie also genau hin, wenn die Freiumschläge der Briefwahlen eingehen. Die Prüfung der Briefwahl führen Sie wie folgt durch. Der Freiumschlag muss vor Abschluss der Stimmabgabefrist eingegangen sein. Die vorgedruckte Erklärung muss unterschrieben und getrennt vom Wahlumschlag ersichtlich sein. Ist der Wahlumschlag selbst verschlossen und ohne Kennzeichnung? Ist die schriftliche Stimmabgabe korrekt erfolgt, vermerken Sie die Stimmabgabe in der Wählerliste und legen den Stimmzettel in die Wahlurne. Achtung! Eine gesonderte Auszählung der Briefwahlstimmen ist unzulässig,